Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ja, letztes Mal haben wir die Medizin geholt. Da haben wir noch einen Bandkrieg veranstaltet. Das Gebiet für uns eingenommen. Und jetzt machen wir das nächste. Ich würde das hier nochmal knacken. Hallo? Geh doch. So. Und? Blaustein. Okay. Lass mal oben rein. Hallo. Ich höre es nicht. Und hier habe ich eben extra rumgerannt. Hallo. Was ist das da eigentlich? Okay. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass man hier durchkommt. Hallo? Läuft. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal. Kann man ja mal machen. Da ist ein Einkaufsgeschäft, Händler, Dingster, Bumster. Hallo. Cricket. Cricket spielen die. Erstmal umrennen immer. Sie finden nichts Besseres! Hallo. Danke. 30 Wurfmesser? Wie haben wir das denn freigeschaltet? Kann mir das jemand mal erklären? Wie und wo wir das freigeschaltet haben? Was ist das Ding? Ich weiß nicht. Naja, schauen wir mal. Okay. Ach da. Wo haben wir das denn eben freigeschaltet? Oh. Keine Ahnung. Vielleicht durch diese Dinger, die wir da freischalten. Oder aufsammeln, ne? Oder öffnen zumindest. Dass wir das dadurch eben freigeschaltet haben. Geht weg. Geh weg. Kleiner Bengel. Blitzschlagzeilen. Ah! Oh, Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alex, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich habe was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Glaubt er.
Wie viele Kisten hier einfach sind. Dann wollen wir nach oben. Ah ja. Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder Bess? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Der listige Alec hat Sinn für Humor, was? Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Hey, Katzen. Teufel nochmal! Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen über. Was? Was habe ich gemacht? Ich habe doch nur noch mal raufgeworfen. Ach ja, ich mache auch nur Blödsinn immer. Zack. Ist auch nicht auffällig, wenn wir da hinten hochgehen, ne? Nehmen wir mal gleich ein paar mehr mit. Ach, sind voll. Hallo? Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder Bess? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Teufel nochmal! Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Hör zu, Bell, oder setzt eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Hier wird dir nicht angehalten. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast einen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich kann das nicht besser. Teufel nochmal, ich hab's im Hals. Oh, oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Gut, sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Eins? Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Pflaume?
Ich bin ganz wackelig, Bess. Sie stehen unter Schock, mein Bester. Stirb. Gut gemacht, Alec. Nur dank Ihnen, Evie. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt legen wir Starricks Propaganda-Imperium lahm. Folgen. Dann beweg dich. Ist das dein Ernst? Ich hasse sowas. Dass man dir so unterbrechen kann beim Laufen. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Na gut, darf ich wieder fahren oder was? Je länger wir Starrick daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachrütteln. Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Das ist gut, Mr. Bell. Aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Billingsgate? Oder Fliegen in Smithfield. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Ho, Mädchen. So. Steck ab. Manchmal. Eliminieren. Jetzt habe ich die Zivilisten getötet, ne? Glaubst du, du wärst da drüben vor mir? Auch wenn dir die Gesetzeshüter mal nicht im Nacken sind. Komm her. Wolfus. Ich habe auch so einen Zivilisten getötet. Ups. Klar, die bleiben leben, aber die Zivilisten sterben dabei, ist richtig. Merkwürdig. Naja. So eine schöne Maschine. Eine Schande, dass sie von Halunken missbraucht wird. Na gut. Oh, ich hoffe, wir stoßen auf keine Patrouille. Help! Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Ha, hab dich, du kleiner Quälgeist! Na, wo kommen die nächsten? Wir müssen hier über die Straße. Ach jo. Patentierte Medizin verursacht Krankheiten in Land. Ah ja. Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Gar nicht gut. Das habe ich gespürt. Wo bist du? Das war aber verflixt. Nur weil sie die nicht mehr gekriegt hat. Wirklich der Kleine, aber ich habe ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Hier. Machen Sie schneller, wenn es geht. Beweg dich. Läuft aber auch langsam. Ah ja. Also, das wird gelinde gesagt, langsam zu gefährlich. So. Habe ich gerade eben so dreist gelacht? Meine Lieben, Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit.
Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht, seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. So, das haben wir dann auch. Okay, neues Upgrade. Ups. Ist das? Achso, ich wollte schon sagen, aber das haben wir noch nicht eingenommen. Gang Upgrades. Schalten Sie das erste Kavallenbomben-Upgrade frei. Besuchen Sie die Herstellungsmenü um die. Okay. Dann holen wir uns das einmal. Dadurch ist das billiger. Das ist billiger. Das wäre auch billiger, aber das können wir gerade nicht, weil wir nichts mehr haben. Aha. Da. Was ist das? Auch noch Sequence 5. Sequence 5. Ah, das ist die 8. Okay. Das nächste ist halt hier. Gut. Das haben wir halt da. Gehen wir hier runter, kurz. Da. Hui, ich komme. Geschäft. Nichts als nur die allerbeste oder? Qualität. Ach, ist alles aufgefüllt. Wehren Sie uns wieder. Rekrutieren. Gangquartier. Empfohlenes Level 6. Schauen wir mal. Wir kriegen das ja auch immer hin. Wir kriegen das ja halt trotzdem hin. So. Machen wir darüber. Da drüben ist es. Zack. Da. Gefangene Rookies befreien. Gehen wir trotzdem einmal rüber. Die beiden, okay. Schalten wir die erstmal aus. Falsch. Bist du gestorben? Oh Gott.
So, er ist frei. Da ist noch jemand. Weg mit dir. Ja. Okay, müssen da einmal darüber. Dann warten wir mal, bis er zurückkommt. Na komm. Ach, fuck. Falscher Knopf. Ups, das war zu viele Messer geworfen, naja. Wie soll ich den eigentlich töten? Keine Ahnung. Sterb. Aber ich habe alles abgeschossen. Und das war Level 6. Naja. Es geht ja noch. Wir sind ja Level 5. Tadelloser Eroberer. Okay. Geht doch. Okay, hier haben wir noch Kisten. Aber das ist befreien noch. Problem ist, hier haben wir Sperrgebiet. So eine Art Sperrgebiet. Zack. Hoch mit dir. Zack. Endlich ist er drüben drin. So. Hallo. Ehrlich, der ist im Gebäude drin. Läuft doch. Und ich renne natürlich voll vorbei. Du da drüben, was ist in dich gefahren? Komm her! Meinst du mich? Ich sollte mal aus dem Weg gehen. Something's happening. Weiß ich nicht. Brauchen Sie Hilfe auf den Hallo. Er hat ein Geschäft. Also richtigen Laden. Sie uns bald wieder. Wir müssen dahin. Dann schwimmen wir uns nochmal rüber. Hier oben oder noch mal? Hier oben. Ich
Ich danke all unseren Gästen, dem Ehrenwert. Also führen die Hinweise aus dem Kenway-Haus zu diesem Monument. Welch wunderbarer Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Da Henry nicht mehr hier ist, dachte ich, du freust dich über die Gesellschaft. Ich benötige keine Gesellschaft. Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren. Oh ja, Mr. Green. Welch faszinierende Idee. Oh bitte, Mr. Green, sehen Sie sich mal dieses Buch an und stehen Sie dabei ganz nah neben mir. Ich habe nie... Du magst nichts Besseres zu tun haben, aber ich versuche, die Assassinen zu beschützen. Ach, tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Genau das. Aber egal, ich bin weg. Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde, melde ich mich. Bis dahin werde ich deine Abwesenheit genießen. So. Den Fuß des Monuments zu untersuchen. Unser neuer Vorschlag wird dafür sorgen, dass diese Slums durch bessere, sichere Häuser ersetzt werden. Mit mehr sanitären Anlagen und weniger offenem Feuer. Was für ein Aufruhr! Sie benehmen sich ja wie Kinder! Sie sind wirklich sehr undankbar. Wollen Sie denn wirklich in einer Feuerfalle leben? Sie benehmen sich ja wie Kinder. Nicht weitermachen, bis Sie sich beruhigt haben. Dann komm, wenn du glaubst, du seist stark genug. Das wollte ich gar nicht machen. Wow. Okay. So schon mal nicht. Ein Versuch war's wert. Wie kommen wir denn da rein? Ich will aber nicht alle killen. Zum Gedenken an das große Feuer, um sicherzustellen, dass eine derartige Tragödie... Könnte ich auch machen, ja. Ich danke all unseren Gästen, dem ehrenwerten Premierminister Disraeli, den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen, dass sie heute hier sein können. Unsere Gesetzesvorschläge stellen sicher, dass auch die Häuser der Ärmsten keine Brandgefahr darstellen müssen. Wir haben sie gehört. Es gibt keinen Grund zu schreien. Beruhigen Sie sich. Es gibt keinen Grund für all diese Störungen. Zu viele leben heutzutage in kaum mehr als Hütten, eng zusammengepfercht, mit offenen Feuerstellen und viel zu wenigen Brandschutzmaßnahmen. Okay. Hören Sie doch auf zu schreien. Sie müssen nur aus Ihren Häusern ausziehen, wenn diese unsicher sind. Bitte, zeigen Sie etwas Respekt für unsere Gäste. How you doing, Evie? Unser neuer Vorschlag wird dafür sorgen, dass diese Slums durch bessere, sichere Häuser ersetzt werden, mit mehr sanitären Anlagen und weniger offenem Feuer. Was für ein... Wirklich in einer Feuerfalle leben? Nun, WTF? Wir können nicht weitermachen, bis Sie sich beruhigt haben. Sie da! Unterlassen Sie das auf der Stelle! Entschuldigung, Miss! Stop it! Stop it right now! Tschüss! Du kannst klettern, aber du entkommst nicht! Tschüss! Wir versammeln uns hier am Monument zum Gedenken. Ja! Nein! Was für Penner, ey! Ich danke all unseren Gästen. Was sind das denn für Saftsäcke? Schießen die mich da oben müssen wir runter, ist klar, die treffen mich ja auch. Ich hasse sowas, ne? Und wo kam die Wache mit einmal wieder her? Wir sammeln uns hier am Monument zum Gedenken an das große Feuer, um sicherzustellen, dass eine derartige Tragödie nie wieder passiert.
Ich danke all unseren Gästen, dem ehrenwerten Premierminister Disraeli, den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen, dass sie heute hier sein können. Hm. Kriegt mich eh nicht. Ich muss jetzt mal raus aus dem Gebiet. So. Achso. Ich krieg Hilfe. Sterb. Kann ich mein Kampagne ändern? Schade. Den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen, dass sie heute hier sein können. Unsere Gesetzesvorschläge stellen sicher, dass auch die Häuser der Ärmsten keine Brandgefahr darstellen müssen. Dann wollen wir da mal hoch. Haben Sie gehört? Es gibt keinen Grund zu schreien. So. Für all diese Störungen. So viele leben heutzutage. Kommt mir bekannt vor. Kommt ihr bekannt vor? Was steht da? Todessprung von Dai rutscht in einen Heuhaufen. Ups. Das wollte ich gar nicht. In einer Feuerfalle leben? Nun, wir können nicht weitermachen, bis Sie sich beruhigt haben. Wir versammeln uns hier am Monument zum Gedenken an das große Feuer, um sicherzustellen, dass eine derartige Tragödie nie wieder passiert. Ich danke all unseren Gästen, dem ehrenwerten Premierminister Disraeli, dem Mitglied des Parlaments und allen anderen, dass sie... Hauptsache, ich lande auch da drin. Unsere Gesetzesvorschläge stellen sicher, dass auch die Häuser der Ärmsten keine Brandgefahr darstellen müssen. Wir haben Sie gehört. Es gibt keinen Grund zu schreien. Hm. Beruhigen Sie sich. Keine Ahnung, ob das geklappt hat. Diese Störungen. So viele leben naja. In kaum mehr als hallo. Todessprung von Seirutsch in einen Heuhaufen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Gut, würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Syndicate. Bis dann. Ciao, ciao.